So Leute, willkommen zurück zu Demon World Next Order. Wir waren hier gerade mitten in Deus Ex Machina. Und ja, wir haben hier einmal die Kanalisation noch, die für uns offen steht. Wir sollen aber noch an der Kontrollinsel was eine Brücke runterlassen. Dreh dich um. Dreh dich um. Oh Gott. Okay, wir fahren die Brücke wann anders runter. Tschüss. Ups. Anti-Programm ist keine. Kannst du magisch oder nicht? Du kannst es nicht erklären. Wir können das Antivirus-Programm nicht benutzen, aber ist doch fertig oder etwa nicht? Wo liegt das Problem? Ja, technisch betrachtet ist das Programm fertig, aber praktisch gesehen müssen wir ein echt kniffliges Problem lösen. Und mir gefällt nicht, welche Charaktere hier neben mir stehen. Mir schon, weil du hast nämlich wieder alle. Du weißt doch, dass alle Digimon aus verschiedenen Daten bestehen, oder? Imari, wie denkst du darüber? Wir haben versucht, das Antivirus-Programm so zu aktualisieren, dass es automatisch das richtige Serum für jeden verwendet, aber... Es ist ein sehr spezielles Programm und deshalb verschwindet seine Wirkung sofort, wenn man auch nur das kleinste bisschen ändert. Das ist meine Schuld, ich habe mir das Programmieren selbst beigebracht, tut mir leid. Hast du irgendeine Lösung parat? Ich glaube kaum, dass man einfach ein Serum herstellen kann, das sich automatisch seinem Ziel anpasst. Tja, also ich dachte da, vielleicht, was ist mit Datamon? Ja, hast du mir abgenommen. Datamon? Wer ist das? Ein echtes Digimon-Wunderkind, wenn es ums Programmieren geht. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt jemanden gibt, der besser für diesen Job geeignet wäre. Aber es gibt da ein Riesenproblem. Datamon ist ein Angsthase, lässt sich praktisch nie dort blicken, wo andere ihn sehen können. Kanalisation. Wahrscheinlich. Du weißt also nicht, wo Datamon ist? Keine Ahnung. Datamon. Moment mal. Könnte er derjenige gewesen sein, den Juramon aus der Stadt in der nahen Ebene gesehen hat? Was? Naja, Juramon redet meistens nur im Schlaf, deshalb können wir nicht wirklich sicher sein, aber... Juramon könnte aber auch so leise vorbeigeschwebt sein, dass es Datamon gar nicht aufgefallen ist. Ulf, tut mir leid, dass ich noch mehr Arbeit auf dich abladen muss, aber könntest du mit Juramon sprechen und Datamon finden? In dem Fall komme ich mit. Du brauchst bestimmt meine Hilfe, wenn du mit einem Digimon Verstecken spielen willst. Ich
Ich auch. Ich kann mich echt gut verstecken. Ihr findet mich nie. Super, jetzt suchen wir schon zwei. Komm schon, Luche, du bist doch ein großes Mädchen. Wir brauchen dich, um hier Stellung zu halten. Nein, ich will mit Wolf gehen. Hier, Wolf, ich hab sie. Mach du dich auf die Suche nach Datamon. Hey, lass mich los, Kota. Lass mich nicht an, du Perversling. Und Digimon ruft. Du bist zurück, Wolf. Ich habe gute Neuigkeiten. Agurumon ist nach Florzin zurückgekehrt. Ist zur Werkstatt gegangen. Es kennt sich gut mit Metallen aus. Gardrumon ist nach Florzin zurückgekehrt. Es ist ins Labor gegangen. Es möchte offenbar ein Itemlabor bauen. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 76. Der Stadt geht jetzt richtig gut. Ein Itemlabor? Ja, da sollten wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Klingt auf jeden Fall interessant. Ganz viel nutzloses Zeug. Juhu! Genau das, was ich schon immer haben wollte. Was erzählt denn Herr Gurumon? Hallo, ich würde von der Werkstatt rekrutiert. Ich suche Metall und Holz. Ich werde hart arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Oh, können wir dich auf wir können ihn auf Metall- und Holzsuche schicken. Geh Holz suchen. Verstanden. Nein, die kann man auch in Holz suchen. Ja. Würde ich glatt so lassen. Ja. Ja, das mit dem Holz suchen finde ich auch ganz große Klasse. Dann würde ich noch mal beim Lager vorbei und dann darfst du mal wieder der Börse frönen. Juhu! Wieder schön abgelegt. Sehr gut. Aber das andere war noch im Labor. Was? Das eine war im Labor, das andere in der Werkstatt. Das Agurumon meinst du? Ja, das gehen wir auch noch holen. Aber vorher gehen wir jetzt zur Börse. Na gut. Was haben wir denn da? 130. Dann haben wir 143. 143. 319. Ja. 319 und? 1269. 1269 und? 3574. 3574. Oh. 3574. Dann würde ich gerne die Teppiche verkaufen. Alles klar. Und ansonsten könnten wir sogar noch die Töpfe verkaufen. Willst du die auch loswerden? Bei 130 kann man die eigentlich schon abstoßen. Oh, wenn du meinst. Ja, 100 haben sie mal gekostet. Ja, gut. Wir haben genügend Geld. Einkaufen würde ich gerade... Lass mich kurz gucken. Einziges, was ich kaufen würde, wäre... Na, wohl, Knochenschmund muss nicht sein... Gerade. Nö, eigentlich würde ich nicht kaufen wollen. Alles klar. Labor. Ich erforsche hier Items.
Vielleicht nützt dir das hier, ja, kannst du mir helfen? Ich kann Dinge zu neuen Items kombinieren. Magst du es mal versuchen? Oh. Ah, Doppeldisken. Wer braucht noch Doppeldisken? Braucht mir eine normale, eine große oder eine super? Das kann ich dir nicht mehr sagen, muss die E-Mail nachlesen. Okay, einmal E-Mail lesen. Digi-Mail, das war in den Ex-Szenarien von Rina. Super Rec-Disk, Super Doppeldisk und eine komplett Medizin-Disk. Super Doppeldisk hervorragend. Oh, zwei große. Ich brauche zwei große Halt-Disk und zwei große MP-Disk. Du hast nicht, was ich brauche. Mach dich auf den Weg. Okay, wie sieht's denn mit der Komplettmedizin-Disk aus? Eine Komplettmedizin-Disk, na gut. Nun hol mir 10 Medizin-Disks. Mehr brauche ich nicht kombinieren. Ja. Also gut, legen wir los. Es ist getan, bitteschön. Sehr schön. Das kriegen wir ja im Geschäftsviertel. Im Ausrüstungsladen, glaube ich. Erstmal reparierst du mal mein Zelt. Und dann gucken wir mal. Große Heilungsdisk, große MP-Disk. Dann nehmen wir ja gerade Geld. Nehmen wir einfach mal 5 mit. Und dann gehen wir zurück zum Labor. Hier, machen wir mal eine super Doppeldisk. So, die super Rectus haben wir schon, also können wir eigentlich zu Rina zurück. Ja. Aber hier ist Juramon, wir sollten ja mit Juramon reden. Oder ich? Datamon? Du meinst dieses witzige Maschinen-Digimon? Ah, ich habe ihn auf der neuen Ebene gesehen. Irgendwo beim alten Kabelweg, glaube ich. Geht klar. Aber erst gehen wir zu Rina. Wissen wir, wo wir hin müssen? Also, ich weiß es. Na dann, ist gut. Rina stand kurz vorm Kap Mod. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo sie stand. Von dem Geld, was wir jetzt haben, könnten wir sogar einen Trainingsgegenstand verbessern. Könnten wir? Frage wäre, welchen? Ja, gut. Ich denke mal, Stärke ist das, was wir am wichtigsten bräuchten. Ja. Stärke ist immer gut. Ja, denke ich mir. Das habe ich mir gedacht. Außer also ich will Miotismon werden, dann brauche ich ganz viel Weisheit. Ja. Oh, ganz viel Pilze. Alles gute Nahrung. Ja, den lässt uns dünn werden. So ein ungewohntes Gefühl für dich. Ja, also für all meine Digimons ist das etwas, was ich nicht kenne.
So, alter Kabel, alter Kabelanzeichen. Hier drüben. Aber erstmal, was ist mit der heutigen Blume? Heute geht es um die Eisfräsie. Steht für Ausdauer. Sie wächst nur an sehr kalten Orten. Partner Glück und MP erhöht. Komm morgen wieder, wenn du immer noch Interesse an Blumen hast. So, ich will mehr Kupfer haben. Und ich will diesen jedes Mal hören. Bitte immerhin, sie warst auch du. Das war. Ja! Was ist das? Du hast alles Zeug her, Zeug her! Das ist eine super Restdisk, eine super Doppeldisk und eine Komplettmedizindisk. So wie es steht, ist fest. Ja. Also gut, damit steht es fest. Ja, ich bin froh, dass ich dich gefragt habe. Du warst die richtige Wahl. Lass mich dich kurz unterschreiben. Wie bitte? Ich soll nicht? Wirklich nicht? Na gut. Die nächste Trainingseinheit. Die ist ein bisschen verrückt. Komm morgen wieder. Heute sollst du dich ausruhen, mein lieber Lehrling. Alles klar. Okay. Kann ich nochmal mit dir reden einfach und so tun, als wäre morgen? Okay, noch ist nicht, in Ordnung. Lieber Lehrling. Komm morgen wieder. Bin mal gespannt, ob wir ihr Szenario dann auch demnächst abgeschlossen haben. Das Meikumon-X-Szenario hatte ja auch nicht so viele Missionen. Ja. Wo bist du eigentlich gerade hin? Zur alten Kabelbahn. Beziehungsweise zum alten Kabelweg. Da war ja das Datamon. Oder hältst du das nicht für eine gute Idee? Ach doch, ich wusste nur nicht, wo du jetzt hin willst. Hatte nur gerade nichts unter dem Plan. Alles klar. Ja, ich hätte gesagt, wir treiben die Story voran mit den Digimon, die du nicht für Story vorantreiben haben wolltest. Aber sie machen ihren Job ja gut. Ja, du hast sie halt nicht mit nach uns benannt, deswegen. Ja, das macht nächste Generation wieder. Deswegen machen sie wahrscheinlich so einen guten Job. Vermutlich. Was nicht wir sind. War das Kraftwerk oder war das Kabelweg? Das war nicht. Sorry, ich bin orientierungsmäßig in dem Spiel nicht gut. Ey, das müsste eigentlich Kraftwerk sein, wo wir jetzt davor stehen. Ne, das ist tatsächlich alte Kabelbahn. Okay. Oh, unser Steinchen ist weg. Der uns da hinten die ganze Zeit den Weg blockiert hatte. Okay. Heißt, wir können endlich nach hier drüben gehen. Mattaku temadorasete kurechatte.
Motto, seltsame Jungfrau, Jokosina, seid denn noch jung? Dann nehme ich. Du kriegst den Hafen. Hey, du hast es mir ganz schön schwer gemacht. Weißt du, wie schwer es war, jemanden zu finden, der wusste, wo du bist? Was meinst du? Vergiss es. Kannen schnasai na. Itaku schnai kara. Ne? Vergiss es. Hab mit mir selbst geredet. Aber wie dem auch sei, bleib bei mir, lieber Datamon. Es wird auch kein bisschen wehtun. Au! Nam das? Atabaga! Ja, was geschieht? Mein Kopf. Oh no? Hayai janai no yo. Shikata nai wa. Sakusen B ni ikou ne. Hä? Das war schnell. Na gut, Zeit für Plan B. So, iki nasai, Nanamon-chan. Okay, hol sie dir, kleine Datamon. Oh, wie süß! Willst du dich nicht einmal wehren? Das war euer letzter Fehler. Erledige sie, Datamon. Was? Wo kommst du denn her? この隙にナノモンの動きを止めてくれ。今ならまだアンチプログラムが間に合うはずだ。Ulf, halt Datamon fest. Noch haben wir Zeit, das Antivirus-Programm einzusetzen. これは計算外だわ。厄介ことになる前に、おさらばよ。Sollte ich mir das nicht vorgestellt. Zeit zu verschwinden, bevor es noch schlimmer wird. Verdammtes Metal-Etemon. Aber eine lustige Anspielung, da Metal-Etemon ja in Anime dadurch entstanden ist, dass Datamon Etemon ins dunkle Netzwerk geschmissen hat. Okay. Das Vieh haut ganz schön zu. Ja. Und wir haben keine Hexe. Mal wieder. Wie immer. Ja, weil du immer weitermachen willst. Ich hab dich gefragt, ob es keine gute Idee ist. Ausnahmsweise mal. Du bist zu früh aus der Deckung gegangen. Ich? Ja. Ich doch nicht. Bin gleich soweit. Lenk Datamon noch einen kleinen Moment ab. Hab's gleich. Mein Rücken. Dein Rücken. Mein Leben. Ja, aber du hast recht, ich glaube, ich sollte dir mal eine größere Heildisk zuschmeißen. Schmeißt du auf uns beide? Nee, ich habe eben nur auf dich geschmissen. Hab dich extra einzeln ausgewählt. Anzeige vielleicht immer 12 vom Schauender. So, machen wir das einfach nochmal. Nochmal. Bin gleich soweit. High five. Oh, jetzt brauche ich aber mal eine. やるな。聞いてるぞ。そうだ、立ってくれ。いいぞ。
Doch, noch einer. Und zwar schnell. Gut gemacht. Tritt ihm ins Gesicht. Okay, das müsste klappen. Danke. Das war eine echte Notlage. Kanntest du dieses Metall-Etemon? Nein. Irgendeine Idee, warum er dich angegriffen hat? Nein, es ging so schnell, ohne jegliche Vorwarnung. Hat das Metall-Etemon plötzlich versucht, mich zu entführen. Verstehe. Du solltest wahrscheinlich ruhig gestellt werden und man kann sich auch leicht vorstellen, weshalb. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich verstehe das nicht. Was geschieht hier? Nanomo, ich will nicht mehr kommen. Anta ni tanomitai koto ga aru nda. Joukyou wa michimichi setsumei suru. Datamon, würdest du mit uns kommen? Du musst uns einen großen Gefallen tun. Ich erklär's dir unterwegs. Wakarimashita. Koko ni wa mou irarenai desu shi. Issho ni tsurete itte kudasai. Ich verstehe. Ich kann hier nicht mehr bleiben. Bitte nimm mich mit. Nanomo wa ore ga sekinin wo motte Flotia e tsurete kaeru. Ulf, ich werde mit Datamon nach Flotien gehen. Saki ni modotte ru kara. Wir treffen uns in Jijimons Haus, wenn du wieder da bist. Die gute Tat des Tages mal wieder erreicht. Ja, haben wir wieder jemanden in die Stadt gebracht. Und Fugamon wollte ja hier bei dem anderen Kraftwerk sein. Und es ist auch da, aber wir sind, glaube ich, gerade nicht in der Lage, mit ihm zu kämpfen. Nee. Ich glaube, Fugamon ist ein Digimon für einen anderen Tag. Das ist eine exzellente Idee. Dementsprechend kehren wir zu Digimon zurück. Oh, Yukimura ist wieder fit. Ey, gute Arbeit, Hul! Moment. Ups, Entschuldigung. Gerade zum Beispiel kaufen. Jetzt. Moment mal, warst du nicht mit Herrn Mameo zusammen unterwegs? Herr Mameo? Interessant, er hat ihn eigentlich Sensei genannt. Also eher Meister Mameo. Mameo-Sensei, da ja. Ja, er ist mein Lehrer. Seit wann genau? Ulf hat die Sache mit Mameo und Datamon erklärt. Halt! Dann sind sie zuerst gegangen? Oh nein! Weißt du, es könnte etwas schief gegangen sein? Oder sie haben diese Gelegenheit zur Flucht genutzt. Und was soll das heißen? Mameo und Datamon könnten unter einer Decke gesteckt haben. Datamons Aufgabe war, das GH-Programm zu schreiben und Mameo hatte das Sagen. Das würde erklären, wie ein Amateur wie Mameo ganz alleine ein Antivirusprogramm erstellen konnte. Hm.
Wir können diese Möglichkeit zwar nicht ausschließen, aber ich habe keine Ahnung, wozu Mameo das tun sollte. Da macht auch irgendwie keinen Sinn. Natürlich kannst du das nicht, weil diese Vermutung völlig haltlos ist. Ernsthaft? Ich komme etwas zu spät und ihr wollt mir gleich Handschellen anlegen? Mameo ist also böse? Siehst du, jetzt hast du dieses unschuldige Kind verunsichert. Was bist du? Oh, stimmt. Keine Sorge, Lusche. Mameo ist in Ordnung. Wahrscheinlich, zumindest. Wahrscheinlich? Er ist so lange unschuldig, bis er seine Schuld bewiesen hat. Nee. Ja, Unschuld bewiesen hat. Er ist so lange schuldig, bis er seine Unschuld bewiesen hat. Ah. Er ist so lange, ja, er ist so lange schuldig, bis er seine Unschuld bewiesen hat. So rum funktioniert das nicht. Genau. Schön, dass du es hergeschafft hast, Datamon. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Wolf hat mich freundlicherweise aus einer Notlage gerettet. Metal-Etemon, dann haben wir noch ein Problem, um das wir uns kümmern müssen. Dieses Gerät, mit dem er Datamon kontrolliert hat, macht mir Sorgen, dass ein Digimon so beherrscht werden kann. Vielleicht steckt Metal-Etemon ja hinter dem GH-Programm. Ja, Metal-Etemon war Sentou-Diwa takete orga. Oyoso, Zunoha to yoberu Kagui no Digimon dewa nai. Metal-Etemon ist ein hervorragender Kämpfer, aber nicht gerade für seine Intelligenz bekannt. Dann muss es höchstwahrscheinlich noch einen Mitverschwörer geben. Oder vielleicht einen Anführer. Ja. Einen Mitverschwörer? Was hast du, Taumon? Ach nichts, wir sollten uns dem naheliegenden Problem zuwenden. Datamon, hast du unsere Situation verstanden? Ja, ich habe Mameos Erklärung gehört. Dürfte ich bei der Optimierung des Antivirus-Programms behilflich sein? Sehr gerne, dann wirf mal einen Blick auf das Programm. Na dann. Aha. Das könnte ein wenig dauern. Bitte beeil dich, in der Zwischenzeit werden wir unsere Vorbereitungen fortsetzen. Wir müssen sicherstellen, dass der Serverturm richtig funktioniert, damit wir ihn als Sender verwenden können. Und wenn er nicht funktioniert, müssen wir ihn reparieren und ihn gleichzeitig beschützen. Yep, der Feind könnte bereits beim Serverturm sein. Wir müssen ihm zuvorkommen. Dann sollte ich gehen. Rika ist komplett ausgeheilt und einsatzbereit.
君一人に任せっぱなしじゃ悪いし。Wir können Rolf nicht alles alleine machen lassen. Seit wann? Ich gehe, ne? Rika? Wir schaffen das, oder Rika? Natürlich schaffen wir das. Super, dann lass uns los. Rolf, wir sehen uns später. Die Mari liegt sich ja ganz schönes Zeug. Sie muss unbedingt so stark werden wollen wie du, Rolf. Hey, will auch helfen. Du bleibst schön hier. Okay, klar. Ich überlege mir was für dich, Lush. Echt? Echt? Vielleicht bist du ja doch kein so übler Kerl, Mameo. Das ist noch nicht bewiesen. Wolf, pass bitte auf dich auf. Ja, der Feind hat Megas auf seiner Seite. Sei bloß auf der Hut. Die haben wir auch. Ja. Deine sind vielleicht besser als unsere, aber das tut nichts zur Sache. Aber dennoch ist der Part jetzt vorbei. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Digimon World Next Order. Bis dann. Tschüss.